Samstagnachmittag. Ich bin unglücklich. Und mir ist langweilig. Letzteres lässt sich wahrscheinlich leichter bekämpfen. Also seppe ich durch die Fernsehkanäle in der Hoffnung auf Ablenkung. RTL bringt Formel 1, das Qualifying. Das war schon immer die beste Möglichkeit, seinen Nachmittag zu verschlafen. Seit die Autos aber nur noch so laut sind wie ein solarbetriebener Handmixer, kann ich einfach nicht mehr pennen. Mein Schlaftrieb war voll und ganz auf das wohlige Aufheulen der Motoren konditioniert. Sat.1 hat eine neue Sendereihe am Start. Schwiegertochter gebucht. Bist du noch gar nicht drauf? Hier dürfen die Kandidaten, die selbst für Schwiegertochter gesucht zu debil waren, eine vom Sender bezahlte Prostituierte buchen, die für ihren Eltern als etwas verbrauchte Braut unterjubeln können. Das ZDF strahlt den 100. Rosamunde-Pilcher-Film in der 36. Wiederholung aus. Das Handlungsgerüst ist nicht allzu kompliziert. Tante vom Sohn der Schwester überrascht Sohn von Schwester der Tante mit Schwester der Tante vom Sohn beim heimlichen Reiten. Streitversöhnung Ménage à trois, Heirat, Inzest, hurra, hurra. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der... Jawoll! Tele 5 sendet den großen 90er-Jahre-Spielshow-Marathon. Jackpot, Baby! Zeitvertreib und Kindheitserinnerungen auf einmal. Gerade ist Zeit für Familienduell. Der alte Sportsockenträger Werner Schulze-Erbel verhört seine Kandidaten. Wie immer haben wir 100 Leute gefragt. Nennen Sie ein schwarz-gelbes Insekt. Giraffe. Ein Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien. Nennen Sie etwas, das man schlägt. Kinder. Top-Antwort. Danach läuft der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt. Ich erfreue mich sehr an Harrys Dialekt. Niederländisch hört sich immer ein bisschen so an wie niedliches Deutsch. Überhaupt waren die 90er die Blütezeit für holländische TV-Moderatoren. Wer erinnert sich nicht an Rudi Carells weibliches Pendant Linda de Mol, die unter anderem so wertvolle Sendungen wie Traum Domino oder Domino Hochzeit moderierte? Oder an Mareike Amado mit ihrer Mini-Playback-Show. Jedes Mal, wenn ein Kind durch die Schaubekugel ging. Ja, der auch schon einmal durchgegangen. Verwandelte ich mich gleich mit und am Ende war mir klar, dass auch ich ein Sieger war, auch wenn einer nur gewinnen kann. Damals war glücklich sein nämlich noch einfach. Passend dazu kommt als nächstes das Glücksrad. Und es ist sogar die Folge mit der denkwürdigen Aussage, ich kaufe ein E und löse Bockwurst. Aber mich interessiert das Ganze nur noch am Rande. Ich drehe längst an meinem eigenen Rad und frage mich mal wieder, wie das mit dem Glücklichsein überhaupt funktioniert. Wollen die mich verarschen? Auf RTL 2 läuft zu Hause im Glück? Es reicht. Fernseher aus, ich muss raus, raus aus dem Haus, raus in die Welt, die ich mir mache, wie es mir gefällt. Auf der Suche nach dem Glück oder wenigstens einer Anleitung dazu, einem Glücksrezept oder sowas. Zielstrebig laufe ich in die nächste Buchhandlung. Im Regal mit der Aufschrift Lebenshilfe steht ein Buch mit eben diesem vielversprechenden Titel. Mein Glücksrezept. Wusste ich's doch. Und so funktioniert's. Man nehme einen Menschen beliebiger Größe und Form und fülle 2 bis 3 Aktivitäten, die gerade als schick gelten, hinein. Hinzu mische man 1 Pfund Zeit und eine Prise Geld. Gut durchrühren, 60 Jahre gehen lassen, fertig. Jetzt noch hübsch mit Beziehungen oder ähnlichen garnieren und für alle anderen gut sichtbar anrichten. Bon Appetit. Oh verdammt, es hat nicht geklappt. An der Oberfläche war der Mensch zwar durch und durch glücklich, aber schon eine Schicht darunter ist er kalt und roh. Ja, beim nächsten Ratgeber ist schon der Titel der Hammer. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Blöd nur, dass ich handwerklich nie sonderlich begabt war. Versuchen wir es mit dem nächsten Buch. Mein Weg zum Glück. Es ist aufgebaut wie ein Navigationssystem. Einsteigen, anschnallen, los geht's. Mensch, Mensch, rasant, rasant, die Beschleunigung ist irre. Alles zieht an mir vorbei, Häuser, Menschen, Tiere. Eine Spritztour auf der Ego-Autobahn. Oh, Ausfahrt verpasst, na was soll's, mit Vollkaracho, renn in die Baustelle. Und dann, Crash. Totalschaden. Tod aber glücklich? Nein. Am Leben und Tod unglücklich. Gut investierte 15,95 € sehen anders aus. Das nächste Buch verspricht mir sogar 77 Wege zum Glück. Dabei wäre ich ja schon froh, wenn mir eines dieser Bücher auch nur einen Weg zeigen könnte. Ich stöbere weiter durch die sogenannten Ratgeber und wundere mich, warum alle Titel Possessivpronomen enthalten.
mein Eid. Erstens möchte ich nicht von denen geduzt werden und zweitens hat Glück nicht das Geringste mit Besitz zu tun. Aber womit dann? Vielleicht ist alles auch nur ein großer Zufall, Schicksal oder welche Synonyme man dafür auch immer gebrauchen mag. Das nächste Machwerk versucht mich vom Gegenteil zu überzeugen. Glück ist kein Zufall, prangt es mir entgegen. Na, wer weiß. Der Laden schließt, die Tür fällt vor mir zu. Ich trete den Weg nach Hause an, zu meinem Fernseher. Vielleicht dreht sich das Glücksrad ja noch. Dankeschön.